Präsident Kai Bernstein in der Mitte, ganz außen Klaus Brüggemann, der Aufsichtsratsvorsitzende des Hertha BSC Aufsichtsrats e.V., dann Tom Herrich als Geschäftsführer von Hertha BSC und Benny Weber als Sportdirektor bei Hertha BSC. Also herzlich willkommen in die Runde und Kai, du hast das erste Wort, bitteschön. Vielen Dank, Max. Von mir auch nochmal ein herzliches Hallo an alle. Das ist mit Sicherheit nicht einfach, von daher würde ich meine Nervosität vielleicht auch am Anfang nochmal mitteilen, dass es meine erste Pressekonferenz in der Form ist. Von daher würde ich es bitten zu entschuldigen, wenn das ein oder andere nicht wie erwartet völlig reibungslos läuft, wenn man sich verspricht. Von daher ist, glaube ich, eine Grundnervosität völlig normal. Das wäre, glaube ich, auch Quatsch, wenn das nicht so wäre. Von daher würde ich damit einsteigen, dass ich zum einen Freddy Bobic und seinem Team, Tommy Westphal und Zielikowski, für die bisherige geleistete Arbeit meinen Dank ausspreche. Aber wie es in dem Geschäft ist, dann gibt es auch irgendwann ein Ende. Aber wir bedanken uns grundsätzlich und sind auch weit weg davon, dass wir völlig im Streit auseinandergehen, sondern das war ein offenes Gespräch gestern Abend. Von daher gilt der Dank. Heute Morgen habe ich persönlich mit Sandro die Mannschaft informiert und auch da die Spieler einmal abzuholen, was unsere Beweggründe waren, was in unsere Entscheidung mit eingeflossen ist, sodass die Mannschaft informiert ist. Zudem haben wir natürlich auch mit dem Trainerteam gesprochen und haben dem Trainerteam unsere 100%ige Rückendeckung übermittelt, genauso wie wir das mit Tom Herrich gemacht haben, der letzte Mohikaner der Geschäftsführung. Auch Tom hat unsere 100%ige Rückendeckung. Wir sind überzeugt von dem Weg, wir sind überzeugt von dem Ansatz, den wir vollziehen wollen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch da über Vertrauen sprechen. Und das Trainerteam hat unser Vertrauen, Tom hat unser Vertrauen und auch Benny Weber hat unser absolutes Vertrauen. Zu der Frage, warum, ist es, glaube ich, für uns in den Gremien eine Verantwortung gewesen, einen strategischen Kurswechsel vorzunehmen. Freddy Bobic kam 2021 unter anderen Voraussetzungen nach Berlin, zur Hertha BSC. Die Voraussetzungen haben sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich geändert. Wir sind weit weg davon, nach vorne und nach oben zu gucken, als hin, dass wir uns weiterhin wirtschaftlich restrukturieren, dass wir den Transformationsprozess, den Freddy und sein Team angestoßen hat, in der Professionalisierung, dass wir den weitergehen, aber wir den weitergehen mit einem anderen Weg. Und der andere Weg ist schon der Blick auf die Realität. Was haben wir da zur Verfügung? Wie können wir unsere Ziele erreichen? Wie können wir das im Team bestmöglichst umsetzen? Von daher ist es für uns schon nochmal sehr wichtig zu sagen, dass es keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic ist, sondern eine aktive, bewusste Entscheidung für einen härteren Weg ist. Für eine Entscheidung, wie wir sie finden, unser wirtschaftlicher Rahmen uns auch dazu ein Stück weit zwingt. Das haben wir auf der Mitgliederversammlung gesagt. Wir müssen aus der Not eine Tugend machen. Wir haben mit der Akademie und dem Nachwuchsleistungszentrum eine der besten dieses Landes und das ist unser Hauptfundament in unserem Verein. Und für uns war der Ansatz der Überlegungen schon die, zu sagen, okay, wenn wir im Umfeld von Hertha BSC Benny Weber haben, der die Akademie mit aufgebaut hat, der die Akademie auch zu dem ein Stück weit gemacht hat, wo sie heute steht, dann wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen, indem wir Benny Weber zum Sportdirektor machen, um diesen Weg ganzheitlich weiterzugehen mit der Akademie, mit unserem Team, mit unserem Verein und da natürlich nochmal mehr die Hertha-DNA und das Brennen für diesen Club, das aufopfernde Einbringen Tag ein, Tag aus für Hertha BSC und auch da die Gremien, Präsidium und Aufsichtsrat haben das gestern einstimmig beschlossen mit dem Blick der Verantwortung für Hertha BSC. Von daher sind wir überzeugt, mit Benny jemanden zu haben, der das Profil, was wir jetzt im Hier und Jetzt brauchen, hervorragend ausfüllt. Benny hat auch Zecke Neuendorf vorgeschlagen als Bindeglied für die Direktion Akademie-Lizenzbereich, für den Sparringspartner zu Sandro, für den Sparringspartner Pablo, für den Akademiebereich.
sodass Zecke Neuendorf auch ein Herzblut-Herthaner ist, der die Leute aber vor allen Dingen emotional anzünden kann und da nochmal einen ganz anderen Blick mitbringt. Von daher keine Kurzschlussreaktion, keine wir wären panisch, sondern haben uns das wohl überlegt im Gesamtabwägen, was ist das Beste für den Verein. Und ja, es wäre auch spielunabhängig zu dieser Entscheidung gekommen. Von daher würde ich an Klaus übergeben. Ja, von mir aus auch hallo, guten Tag. Vielleicht mal vorweg, grundsätzlich sind solche Entscheidungen ja immer unpopulär und auch im Außenverhältnis nicht immer direkt nachvollziehbar. Um was geht's? Es geht um Hertha BSC, es geht nicht um Freddy Bobic, es geht nicht um Kai Bernstein, es geht nicht um den Aufsichtsrat. Und im Vordergrund steht das oberste Ziel, nicht abzusteigen, alles dafür zu tun, um nächstes Jahr auch da zu spielen, wo eigentlich Hertha BSC hingehört, natürlich in die erste Liga. Das zweite ist die Fortsetzung der wirtschaftlichen Konsolidierung. Auch da ist unglaublicher Druck auf dem Kessel. Den müssen wir uns stellen. Ja, und in grundsätzlicher Abwägung des Gesamtbildes haben wir im Aufsichtsrat den Beschluss des Präsidiums einstimmig mitgetragen. Wir stehen als Gremium zusammen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oder als Gremien zusammen. Wir können alles andere gebrauchen, aber jetzt nicht noch in irgendeiner Form andere Baustellen. Die von mir erwähnt und die eigentlich relativ klaren Ziele müssen über allem stehen. Und ja, insofern hoffen wir, ein Stück weit Dinge nachvollziehen zu können, um Verständnis und ja, das von meiner Seite. Vielen Dank euch beiden. Tom, da würde ich dich bitten, als verbliebenen Geschäftsführer auch um ein paar Worte zum Einstieg. Ja, erstmal ein Hallo in die Runde und ich möchte auch beginnen, was Kai Bernstein gesagt hat, ein großer Dank an Freddy und sein Team. Freddy und ich haben jetzt 8 Monate sehr vertrauensvoll, freundschaftlich, kollegial zusammengearbeitet als Geschäftsführer. Deswegen gilt der große Dank ihm an der Stelle. Und als wir auch der Personalvorschlag Benny Weber und Zecken Deulendorf gemacht wurde in meiner Funktion als Geschäftsführer, bin gestern auch informiert worden darüber, kann ich sagen, da steh ich auch zu 100% voll dahinter. Bennys Expertise, Benny Webers Expertise ist hinreichend bekannt. Er ist nicht nur Herthaner, sondern jahrelang dem Verein verbunden gewesen, hat die Akademie mit aufgebaut, war seit 2014 Akademieleiter. Ich traue ihm das zu 100% zu, stehe da also voll hinter dem Vorschlag der Gremien und auch des Aufsichtsrates. Der Berliner Weg, er kriegt jegliche Unterstützung von mir auch auf diesem Weg. Den Weg gilt es gemeinsam, entschlossen, mutig weiter voranzugehen. Und ja, das wäre mal meine Einlassung auch zu dem Personalvorschlag, den mir die Gremien gestern auch unterbreitet haben. Vielen Dank. Tom, auch dir vielen Dank. Benny, herzlich willkommen zurück. Ja, vielen Dank. Guten Tag erstmal auch von meiner Seite in die Runde. Hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass ich so schnell zu meinem Verein, ich bin Berliner, ich bin Herthaner durch und durch, durfte schon 18 Jahre für den Verein arbeiten, zurückkomme und freue mich natürlich riesig, diese große Aufgabe, diese große Herausforderung anzugehen mit großer Vorfreude, wie wir die im Team bewältigen wollen. Und insofern freue ich mich erstmal, die Möglichkeit bekommen zu haben. Und herzlichen Dank natürlich an die Gremien und an die Geschäftsführung für das Vertrauen, mir diese Aufgabe zuzumuten. Und ja, ich brenne drauf, loszulegen und dann auch natürlich die dringendsten Aufgaben anzugehen, was natürlich in erster Linie heißt, Dienstag ist Transferschluss. Das ist natürlich ein Thema, da zu schauen, was noch möglich ist. Natürlich aber auch mit dem Wissen und welche Rahmenbedingungen wir haben. Und ich freue mich auf die Herausforderung und natürlich, dass wir gemeinsam im Team, denn das ist auch ganz klar, ich bin ein Teamplayer, das bin ich immer gewesen und das Team und das gesamte Team, die gesamte Hertha-Familie natürlich mitzunehmen. Das ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben, die ich sehe und darauf freue ich mich riesig.
Benni, herzlichen Dank. Dann starten wir die Fragerunde. Es gehen einige Hände hoch, genau. Dann beginnen wir bitte einmal an der Seite bei David Langenbein und arbeiten uns dann rüber. Ja, hallo Herr Bernstein. Eine Frage zu der Entscheidung. Wie hat Freddy Bobic die aufgenommen? War er überrascht? Wie hat er reagiert? Sachlich, inhaltlich, unemotional. Er war überrascht, gefasst und das war kein wildes Gespräch, sondern ein ruhig sortiertes Gespräch, ein auch auf den Inhalt, wo wir denken, was braucht der Verein jetzt? Und das geht er mit und war ruhig, sachlich, informativ. Das war die Frage von David Langbein von der dpa. Dann machen wir weiter bei Paul Gorgas für Bild BZ. Kai, wenn du sagst, es war keine Kurzschlussentscheidung und sie ist auch spielunabhängig gefallen, kannst du uns sagen, zum Zeithorizont der Entscheidung, wann hast du sie für dich getroffen, wie lange ist sie vorbereitet gewesen, wann hast du das Präsidium mitgenommen? Alles in der letzten Woche. Das ist ja keine Kai-Entscheidung, sondern eine im Personalausschuss, im Präsidium, eine ganzheitlich mitgetragene Entscheidung. Von daher hat sich das schon nach dem Spiel gegen Wolfsburg konkretisiert und wir sie dann so vorbereitet, dass es nicht rausgekommen ist, dass es nicht durchgestochen wurde. Und wir uns dann sicher waren, sagen, dieses strategische Kurswechsel vorzunehmen. Dann machen wir da weiter bei Sebastian Stier für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Freddy Bobic hat ja auch zu Beginn seiner Amtszeit eine Menge Mitarbeiter mitgebracht aus Frankfurt. Was wird aus den Leuten jetzt? Sind die an ihn gekoppelt? Und im Speziellen, was wird aus Pablo Thiam jetzt? An wen ist die Frage? Die ist an Sie. Achso, die würde ich dann aber an meine Kollegen weitergeben, weil wir aus dem Präsidium natürlich dann, das wäre zu weit in der Operativen, von daher gerne Benni oder Tom. Ich würde vielleicht mal kurz übernehmen an der Stelle. Das ist jetzt Schritt 2. Also es ist nicht, wir werden das jetzt alles uns, das ging jetzt doch auch alles relativ schnell, ganz in Ruhe jetzt uns hinsetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass da sind inhaltliche Entscheidungen getroffen worden auf den Fachebenen. Und da gibt es jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen, sondern wir werden jetzt in die Arbeit gehen nach der Pressekonferenz, also nicht nur nach der Pressekonferenz, sondern werden inhaltlich jetzt in die Themen gehen. Ich werde mich mit Benni entsprechend abstimmen und die Dinge jetzt angehen, die notwendig sind auf dem Weg. Das oberste Ziel, den Abstieg zu vermeiden, dem werden wir jetzt alles unterordnen. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite, machen weiter bei Steffen Rohr von dem Kicker und dann kommen wir zu dir. Eine Frage an Tom Herrich, Personalfrage. Dirk Dufner bleibt offenbar an Bord, im Unterschied zu Zelichowski und Westphal. Es gab viel Kritik, was Freddy angeht, diverse Personalien betreffend, Trainer, Spieler. Dirk Dufner war in ganz, ganz viele Personalien eingebunden. Welche inhaltliche Überzeugung steht dahinter und wird er weiter den Bereich auch maßgeblich mit betreuen, den er bisher gemacht hat? Ich will jetzt keine Personalien besprechen. Dirk Dufner bleibt an Bord. Volles Commitment ist voll in dem Plan. Es kam ja hier auch der D-Day. Wir haben am Dienstag letzten Transferschluss. Da gibt es keine Veränderung. Das steht 100% zur Verfügung. Dann geht es weiter bei Stefan Hermanns für den Tagesspiegel. Mikro kommt. Kai, es war zu hören und zu lesen, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, für Freddy Bobic den Vertrag per Option zu verlängern. Welche Rolle hat das bei der Entscheidung gespielt, sich von ihm zu trennen? Na, wir haben natürlich mehrere Einflussfaktoren mit reingenommen. Und letztendlich ist das ein Faktor, die Entwicklung mit dem Kader und mit dem, dass wir Stand jetzt bei 3 Siegen stehen, ist ein zweiter Faktor. Von daher ist es eher für uns aus dem Präsidium ein ganzheitlicher Blick auf die Gesamtgemengelage. Aber es war nicht der Faktor, es war nicht der alleinige Grund. Von daher es war vielmehr der, wir brauchen eine strategische Kursänderung und wir brauchen unseren Hertha-Weg. Wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung, mehr Hertha-DNA, auch im Vorleben, im täglichen Brennen für den Verein. Und das war dann das Ausschlaggebende. Dann machen wir hier vorne weiter bei Lisa de Reuter für Sky Sport News. Kai, du hast gerade gesagt, mehrere Faktoren haben mit reingespielt. Welcher Faktor spielt da die
777 Partner, den, der vermeintlich neue Investor bei dieser Entscheidung? In den Faktoren gar keine. Natürlich wurden sie informiert und wurden mit eingebunden in den Prozess, weil wir uns nun mal wahrscheinlich auf der Zielgeraden befinden und sich das natürlich auch gehört, dass man mit einem gesellschaftlichen Partner, der jetzt wahrscheinlich eventuell demnächst die Anteile von Tenor übernimmt, dass man sich mit dem inhaltlich abstimmt und dass man mit dem sagt, guck mal, das ist unser Weg, das ist unser Ziel, mit der und der Maßnahme erhoffen wir uns den und den Effekt. Und natürlich haben wir sie informiert und sie gehen den Weg mit und das zeigt ja auch, dass das eine inhaltliche, viel stärkere Partnerschaft ist. Dann machen wir direkt hier vorne weiter bei Inga Bötteling für die Berliner Morgenpost. Ich glaube, es ist eine Frage an Tom Herrich. Verträge müssen meistens oder eigentlich immer von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden. Bekommt jetzt irgendjemand Prokura, um da einzuspringen oder wie ist die Regelung? Die Handlungsvollmacht, das ist geregelt, also sodass es da kein Vakuum gibt. Ja? Also das ist, hat der Gesellschafter, also das Präsidium auch entsprechend geregelt. Stefan Hermanns nochmal für den Tagesspiegel. Meine Frage an Kai Bernstein. Es ist ja bekannt, dass Sandro Schwarz ein gutes Verhältnis zu Freddy Bobic hatte. Bobic hat ihn auch geholt. Wie hat er reagiert auf die Mitteilung, dass Bobic gehen muss? Durchaus überrumpelt. Durchaus natürlich auch in der Gemengelage mit dem Spiel gestern. Brauchte man erst mal eine Nacht, um darüber zu schlafen. Aber auch Sandro sagt, Niemand ist größer als der Verein und letztendlich geht es um den Verein. Und wenn der Verein und die Gremien das für den besten Weg halten, trägt er das zu 100% mit. Natürlich ist es aber auch im Innenverhältnis dann eine neue Situation, wo wir vertrauensbildende Maßnahmen mit dem neuen Team brauchen, um zu zeigen, dass da inhaltlich nichts wegbricht, sondern weiterhin Vertrauen aufgebaut wird. Aber es war für Sandro erstmal sehr überraschend. Dann gehen wir bitte nochmal zu Steffen Rohr und dem Kicker. Frage an Benny Weber, wie waren die 11 Monate ohne Hertha? Wie spannend, was haben Sie gemacht und in welcher Verfassung nehmen Sie die Mannschaft und den Verein im Moment wahr? Ja, also die 11 Monate waren nach 18 Jahren Hertha, waren gut. Es war aber auch nicht so, dass ich völlig tatenlos in der Zeit gewesen bin. Ich habe natürlich nach 18 Jahren ein Stück weit abgeschaltet, aber ich war halt auch viel im Fußball unterwegs, habe auch hospitiert, war in England unter anderem bei Manchester United, bei Liverpool, habe unseren ehemaligen Torwart Gábor Kiral in seiner Akademie in Ungarn besucht, war in Zagreb bei Dynamo Zagreb. Also ich bin viel rumgekommen, habe die Zeit für mich genutzt und natürlich komme ich jetzt hier gut ausgeruht an und habe den Weg auch heute früh oder heute Mittag gut wiedergefunden. Der war noch drin und war natürlich auch ein Stück weit wie nach Hause kommen, hier in seinen Verein zu kommen und ja, ab sofort halt Vollgas zu geben. Und ja, deswegen, das waren die letzten Monate und dann natürlich die Freude, dass es jetzt wieder losgeht. Aber auch, völlig klar, die volle Klarheit über die Herausforderungen, die vor uns liegen jetzt in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten. Aber die wollen wir gemeinsam im Team angehen und da freue ich mich natürlich drauf. Hinten zwischen den Kameras steht Karin Bühler von der Berliner Zeitung. Ja, ich hätte auch eine Frage an Benny Weber. Heißt es jetzt, dass also der Hertha-Weg und Sie als ehemaliger Akademieleiter haben ja wahrscheinlich auch noch Kontakte und auch den Überblick, wer alles auf der Akademie ist, dass es eben künftig Transfers oder neue Profis eben gehäufter aus der eigenen Jugend geben wird als bisher? Naja, wir haben in den vergangenen Jahren unglaublich viele Spieler aus dem Nachwuchs natürlich in den Profibereich gebracht. Und natürlich ist es ein Weg, das weiter auszubauen, auch wenn natürlich völlig klar ist, dass es nicht nur mit eigenen Spielern gehen wird, aber es ist so, wir haben eine starke Akademie, wir haben starke Jungs in Berlin, in der Umgebung und gerade auch eine Person wie Zecke Neuendorf, der, glaube ich, wie kein anderer für Hertha brennt, der für Berlin brennt, aber er brennt vor allen Dingen für Jungs. Er brennt vor allen Dingen für die Jungs aus Berlin, die hier ihren Weg gehen wollen. Und deswegen wird er natürlich ein wichtiger oder ein sehr wichtiger Partner
an der Stelle sein, die Jungs zu begleiten. Und natürlich ist es unser Ziel, so viele wie möglich nach oben zu bringen. Aber es ist auch völlig klar, dass es nicht nur mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gehen wird. Dann machen wir weiter. Nächste Frage von Sebastian Stier für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Benni, jetzt wie gesagt noch zwei Tage bis zum Transferfensterschluss. Einen schärferen Start kann man sich eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Wie wird dein heutiger Arbeitstag aussehen? Ich denke, mit Sonntag wird nicht so viel sein. Und welches Profil sucht er denn jetzt kurzfristig? Ja, also richtig Sonntag wird es tatsächlich nicht werden. Also und da würde ich jetzt gar nicht so viel auf Profil im ersten Schritt eingehen, weil vor allen Dingen geht es jetzt erstmal um einen Austausch mit dem Trainer und mit dem Trainerteam. Habe heute Vormittag schon mit Dirk Dufner über den Stand der Dinge uns ausgetauscht. Und dann wird es ja natürlich drum gehen, was ist überhaupt möglich. Wir haben einen klaren Plan, aber es wäre jetzt ja auch vermessen, jetzt hier direkt zu sagen, das und das, sondern da geht es vor allen Dingen darum, sich natürlich mit dem Trainer auch auszutauschen. Und dann werden wir es angehen und vollkommen richtig, es ist ein knackiger Start, aber die Herausforderung nehmen wir an. Nächste Frage kommt von Paul Gorgas, Bild BZ. Das ist eine Frage an die entsprechenden Personen. Ich weiß nicht, wer verantwortlich ist. Zuletzt wurde öffentlich kommuniziert, dass kein Geld da sei für Neuverstärkungen. Jetzt ist noch ein paar Tage Transferphase. Hat sich diese finanzielle Situation jetzt geändert? Gibt es neues Geld? Wenn ja, woher stammt es? Und bahnen sich vielleicht schon Transfers an der Stelle? Und falls ja, wer hat da Vorverhandlungen geführt an der Stelle schon? Übernehme ich, wenn es um die wirtschaftlichen Fähigkeiten, die haben sich nicht geändert. Auch der wirtschaftliche Konsolidierungskurs, den ich auch schon ja, in der letzten Mitgliederversammlung ausgegeben habe, die Verluste der Vergangenheit drücken da schwer. Deswegen wird der Kurs der gleiche bleiben. Wir müssen jetzt kreativ sein auf diesen Bereichen, was Transfers eingeht. Zusätzliches Geld ist da nicht eingestellt. Wir bewegen uns in dem, was wir uns vorgegeben haben auf diesem Kurs und den werden wir auch beibehalten. Dann kommt die nächste Frage von Sebastian Schmidt für den Berliner Kurier. Ja, ich denke auch eine Frage an Kai, an dich. Jetzt wurde, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, ein strategischer Kurswechsel einzuleiten, den neuen Hertha-Weg neben der Akademie, worüber wir gerade gesprochen haben. Vielleicht könntest du noch mal skizzieren, wie dieser Kurswechsel aussehen soll. Das ist sozusagen für uns naheliegend, dass die Akademie bislang eins der Vorzeigemodelle unseres Vereins war. Also da hatten wir schon, können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir stolz drauf sind über das, was in den letzten 20 Jahren in dieser Akademie hervorgebracht wurde. Und das natürlich nicht nur an Spielern, sondern wir haben auch wirklich gute Nachwuchstrainer im Jugendbereich aufs Tableau gebracht, die jetzt bei Bayern gefragt sind, die vielleicht in Leipzig gefragt sind. Das ist ja durchaus eine Wertschätzung unserer Akademie. Und ich finde, wenn man mit Benny Weber und Zecke Neuendorf zwei Identifikationsfiguren hat, die für diesen Verein brennen und diesen Weg zu 100% verkörpern und den Übergang der Akademie in die Vereinsvision mit zu implementieren, dann ist es genau das, was wir brauchen. Dann gehen wir bitte zu Lisa de Reuter, Sky Sport News. Eine Frage an Kai und dann Herrn Weber. Wir haben jetzt gerade schon über Zecke Neuendorf gesprochen, Identitätsfigur, wichtig für den Verein, Herr Tarner Weg. Was zeichnet ihn denn aber aus, dass er diese Rolle auch bekleiden kann, dass er diese Aufgaben übernehmen kann? Würde ich übernehmen. Übernimmst du gerne, weil bist du näher dran. Absolut. Also Zecke durfte ich ja nun in meiner Zeit als Akademieleiter wirklich von der Pike auf erleben, wie er aufgehört hat zu spielen und dann in den Trainerberuf, aber vor allen Dingen ins Akademieleben eingestiegen ist. Zecke ist unglaublich empathisch, hat einen unglaublichen guten Zugang zu den Jungs und ist halt einfach auch jemand, der ja, Fußball vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen einfach jede Sekunde lebt und erlebt halt für einerseits natürlich für Hertha, für den Verein, für den Fußball, aber er brennt für die Jungs und gerade Jungs mit, wie man so schön sagt, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, aber das Besondere haben, das ist schon sicherlich seine Stärke und er wird in allen sportlichen Themen ganz eng an meiner Seite sein und wir werden als Team genau diesen Weg dann beschreiten wollen. Natürlich die eigenen Jungs, aber natürlich auch alle anderen
zu begleiten, besser zu machen und somit natürlich auch erfolgreich zu sein. Dann gehen wir bitte noch mal auf die andere Seite zu Inga Bötteling, Berliner Morgenpost. Ich würde die Frage vom Kollegen Gorgas gerne noch mal aufgreifen, auch an Sie, Herrn Weber. Die Transfers, die jetzt getätigt werden sollen, wurden die schon vorbereitet oder wird da jetzt doch eher kurzfristig gehandelt? Also wir haben uns von Dirk Duffner heute Vormittag auf den Stand der Dinge bringen lassen. Das werden wir uns jetzt in Ruhe, so gut es in Ruhe geht, natürlich jetzt anschauen und dann bewerten. Und deswegen war das sehr gut, was Dirk Duffner uns jetzt erstmal, sag ich mal, mitgeteilt hat. Und natürlich werden wir aber auch schauen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und natürlich mit dem Wissen, dass es nicht viel Zeit ist. Aber wir haben einen Plan und schauen dann halt einfach auch, was im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten überhaupt noch möglich ist. Dann gehen wir zu Stefan Hermanns, bitte. Auch noch eine Frage an Sie, Herr Weber. Sie haben eben erzählt, was Sie gemacht haben in den vergangenen 11 Monaten. Was wäre denn eigentlich Ihr Plan gewesen, wenn sich jetzt diese Möglichkeit nicht aufgetan hätte? Also ich habe ja ganz bewusst im vergangenen Jahr nach 18 Jahren hier den Schmidt gemacht, wo ich auch dem Verein sehr dankbar war, dass wir da einen sehr sauberen Weg gefunden haben. Also es war dann für mich natürlich auch der Punkt zu schauen, aus dem reinen Nachwuchsweg in einen anderen Teil, nämlich in den Profibereich reinzugehen. Und da war ich natürlich auch entsprechend unterwegs und habe geschaut, was möglich ist. Aber ich sage auch ganz klar, ich habe auch erstmal die Zeit nach 18 Jahren Hertha genossen, bin ein Stück weit zur Ruhe gekommen, habe viel Zeit auch mit der Familie verbringen können und bin froh, dass sich diese Möglichkeit jetzt hier natürlich gibt und brenne natürlich, dass wir loslegen können. Dann gehen wir nochmal zum Kicker und Steffen Rohr, bitte. Frage an den Präsidenten. Kai, Freddy Bobic hat hier sicherlich ein sehr schweres Erbe angetreten, aber hat er eben auch die Freiheit, viele, viele Leute nachzuholen. Das hat er auch weitlich genutzt. Fehlte da, und das betrifft dann sicherlich auch das Jahr vor dir, fehlte da ein Korrektiv eine Zeit lang? Mit Sicherheit, weil es natürlich A, andere Voraussetzungen waren und B, dann aber mit Blick auf die Realität dann nicht entschieden korrigiert wurde. Von daher ist es nochmal keine Entscheidung gegen Freddy Bobic, sondern vielmehr das in den Gesamtzusammenhang der letzten 5 Jahre zu sehen. Was haben wir für turbulente Jahre hinter uns? Wir haben, finde ich, jetzt schon auch in der Restrukturierung des operativen Geschäfts mit der Direktionsebene, mit der Klarheit in der Führung der Teams, in der Klarheit mit der Optimierung der einzelnen Themen, wo wir gesagt haben, wir müssen da an die Basics ran. Von daher ist das jetzt der zweite Schritt sozusagen, um zu sagen, komm, wir haben unsere Ruhe sehr, sehr lieb gewonnen und wir wollen in einem vertrauensvollen, wirkenden Team für Hertha BSC das Bestmöglichste erreichen. Von daher. Dann kommt die nächste Frage von Simon Wenzel für den RBB. Ja, auch an Kai Bernstein, vielleicht auch zur Hälfte an Tom Herrich, müsst ihr dann irgendwie gucken. Es gab jetzt in den letzten 2, 3 Jahren erst das Modell mit 2 Geschäftsführern, also Finanzen und Sport. Dann kam ein dritter dazu, ein CEO, der dann leider wieder gehen musste aus persönlichen Gründen. Dann wurde entschieden, wird wieder eine Doppelspitze. Wie ist diesmal der längerfristige Plan? Soll es wieder einen Geschäftsführer Sport irgendwann in Ruhe geben? Oder wie wollt ihr das aufstellen in Zukunft? Deswegen, also wir haben uns das natürlich jetzt auch vorher überlegt, ob wir Benny Weber gleich zum Geschäftsführer Sport machen. Haben uns aber gesagt, dass wir uns das offen halten, auch offen und ehrlich mit allen besprochen, im Sinne von, das kann natürlich auch ein Weg sein, wo es für Benny hingeht. Und ich glaube auch für Benny eine Motivation, wo es hingeht. Sollten wir aber feststellen, dass die Erwartungen, die Fußstapfen, die Herausforderungen, das Tagesgeschäft oder andere Dinge es benötigen, an der Stelle nochmal nachzubessern, dann haben wir dann mit Blick auf Sommer immer noch die Möglichkeit, im Sommer uns hinzusetzen und sagen, okay, wir werden uns vor unseren Mitgliedern rechtfertigen und werden sagen, ist denn dieser mutige Weg, und das kann man ja schon sagen, dass wahrscheinlich die meisten von euch eher damit gerechnet hätten, dass Horst Held hier sitzt, Andreas Rettig hier sitzt oder der Kollege aus Stuttgart oder. Aber genau das, finde ich, haben wir ein Stück weit die letzten 15 Jahre gemacht, große Lösungen präsentiert und ein Stück weit über die Verhältnisse versucht, das hinzubekommen. Und deswegen sind wir überzeugt von dem Berliner Weg, von dem Hertha-Weg, von dem geschlossenen Weg, das gemeinsam zu erreichen.
Dann geht es weiter bei Paul Gorgas, BZ. Nochmal die Frage nach dem Zeitpunkt. Kai, es gab seit Dezember Gerüchte um Freddy Bobic und den DFB. Von dir gibt es den Satz, Reisende soll man nicht aufhalten. Erster Teil der Frage, inwieweit hat das jetzt eine Rolle für die Entscheidung gespielt? Und der zweite Teil, was hat sich jetzt in den letzten Tagen, in dieser Woche hast du gesagt, so verdichtet, dass man diese Entscheidung 3 Tage vor Transferfenster Schluss getroffen hat, was ja auch dem Nachfolger nicht viel Zeit lässt für weitere Planung? Also nein, es hat keine Einflussnahme in die Entscheidungsfindung genommen, ob Freddy Bobic im Winter-Sommer-Transferfensterloch sozusagen gehandelt wurde und das ja durchaus auch ein Thema war, was durch die Gazetten geisterte, das gar nicht. Und das andere ist einfach der, dass wir denken, dass der strategische Kurswechsel mit dem Blick A auf das Umfeld der Spieler, also neue Reizpunkte zu setzen, ein neues Wir-Gefühl aufzubauen, entscheidender ist, das Transferfenster auch mit Blick auf die sommerliche Planung und auf die Zukunft zu nehmen, um das dann wiederum ganz strategisch zu sehen, sagen deshalb die Entscheidung jetzt, weil sind A, noch genug Spiele, es ist B, noch genug Zeit bis Dienstag 18 Uhr und dann zu sagen, so mit aller Macht alles tun, um da unten rauszukommen. Dann gehen wir einmal zu Benedikt Wähler für den Kicker. Herr Bernstein, Hertha BSC musste in den letzten Jahren oft an Altlasten leiden. Wie sieht es aus? Wurde der Vertrag von Bobic aufgelöst oder läuft er wie bei seinem Vorgänger Michael Preetz weiter? Nein, der Vertrag läuft nicht weiter, sondern wurde nicht aufgelöst, sondern freigestellt im Sinne von ja. Dann kommen wir hier zu Lisa de Reuter nochmal, Sky Sport News, und kommen dann zu dir, Stefan Wähler. Herr Weber, wir haben gerade schon gesagt, Deadline Day ist Dienstag. Wie gut kennt man dann den Markt, wenn man einige Monate raus war, und kennt auch die Spieler, die dann potenziell zur Hertha passen würden, nicht nur spielerisch, sondern ja auch finanziell? Also ich habe natürlich die letzten Monate vor allen Dingen auch genutzt, um das Netzwerk weiter zu pflegen. Ich habe viel Fußball gesehen und bin da gut im, sag ich mal, im Thema, im Markt drin, aber ich habe natürlich auch ein Team, was dann jetzt an der Stelle auch einfach mithilft, und insofern ist das alles in den Tagen problemlos machbar. Ja, eine Nachfrage, genau. Weil gerade gesagt wurde, dass Herr Dufner ja auch schon Ihnen heute Morgen was vorgelegt hat, also es ist auch durchaus möglich, dass quasi noch ein Transfer bei die Bühne geht, den Freddy Bobic sozusagen mit eingestielt hat. Er hat uns auf jeden Fall auf den Stand der Dinge gebracht. Dann geht es weiter beim Tagesspiegel und Stefan Hermanns. Eine Frage an Tom Herrich. Tom, Klaus Brüggemann hat in seinem Statement gesagt, dass wirtschaftlich großer Druck auf dem Kessel ist. Ich nehme an, dass du gerade damit beschäftigt bist, auch die Lizenz für die kommende Saison zusammenzustellen, also erste und vermutlich auch zweite Liga. Wie kompliziert ist das und wie sehr bist du darauf angewiesen, dass bis dahin der Deal mit 777 unter Dach und Fach ist und vielleicht neues Geld? Also richtig, wir bereiten die Lizenzunterlagen natürlich und wir müssen es auch für die zweite Liga entsprechend vorbereiten. Das kennen Sie ja alle, bis zum 15.03. müssen wir die Unterlagen entsprechend einreichen. Wir sind auf einem guten Weg, was 777 angeht. Das hat ja der Kai Bernstein und auch Freddy Bobic in den letzten Wochen immer wieder auch betont, auch ich. Wir sind da in sehr guten Verhandlungen, in sehr guten Gesprächen, und zielgerade kann man es an Stand heute nennen. Über die Inhalte werden wir natürlich nichts preisgeben können. Und auch das würde uns jetzt auf unserem wirtschaftlichen Konsolidierungskurs, auf dem wir uns befinden, natürlich extrem helfen. Ja, wenn man jetzt auch mal eine mittelfristige Planung annimmt für die nächsten 2-3 Saisons, würden wir in Bereiche kommen, wo wir endlich wieder aussehen, die Verluste der Vergangenheit entsprechend ausgleichen könnten. Dann gehen wir bitte noch mal einmal zu Paul Gorgas und dann zu Simon Wenzel. Eine Frage an den neuen Sportdirektor. Klar, Transfers und Verstärkung ist das eine, aber was braucht die Mannschaft, wie sie jetzt besteht, in der Situation, in der sie steckt im Tabellenkeller, was braucht die jetzt für Impulse, was sind da Hebel, die man jetzt ansetzen muss in der konkreten Situation? Völlig klar, da ist der erste Schritt, erstmal mit dem Trainer zu sprechen. Und da bitte ich auch ein Stück weit auch die zeitlichen Abläufe zu berücksichtigen. Und wenn wir gemeinsam mit dem Trainer kurzfristig besprechen. Dann Simon Wenzel, RBB. Ja,
Auch nochmal an Herrn Herrich und Herrn Bernstein zu den Verhandlungen mit 777, auch wenn Sie da nicht so viele Details geben können, aber von dem, was man so von den anderen Clubs, in denen ja der neue Investor dann schon investiert in Europa, zu hören ist, ist das jetzt auch nicht immer nur ein Fankollektiv, um es mal so auszudrücken. Inwieweit ist der neue Weg, der ja ein bisschen von dem gerade zu Ende gegangenen Freddy Bobic Professionalisierungs- und breiter aufstellen und Strukturen groß aufbauen im Club wieder weggeht, inwieweit ist denen dieser Weg zu vermitteln und inwieweit waren die deshalb da auch dann doch etwas mehr eingebunden? Also vielleicht übernehme ich an der Stelle als erster mal, ich bin ja mit 777 jetzt die letzten Wochen intensiv in den Verhandlungen. Die kennen unseren Weg, die kennen unseren Konsolidierungsweg, die kennen unsere Ausrichtung. Das tragen die mit, also nicht nur, also die sind die Inhaber und die Partner, mit denen wir jetzt diesen in den Verhandlungen sind. Da spielt ja noch eine Rolle, dass auch Tenor, die Ablösung der Anteile von Tenor und dann mit uns einen Vertrag zu schließen. Also da gibt's volles Commitment auf dem Weg inhaltlich, der jetzt hier auch schon mehrfach beschrieben wurde, was Sie sagten, ja auch hinsichtlich fanseitig. All das, was wir inhaltlich vorgegeben haben, auch in einer Mittelfristplanung für die nächsten 2-3 Saisons, das kennen Sie nur nicht nur, gehen mit und im Moment ist aber noch nichts verabschiedet. Also wir sind auf einem guten Weg in finalen Gesprächen und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht was vermelden können. Paul Gorgas bitte nochmal für Bild-BZ. Kann ich nochmal eine personelle Nachfrage mit Thomas Westphal? Ist aktuell der Teammanager jetzt auch freigestellt worden, was ja ein ziemlich invasiver Eingriff in die Mannschaft und ins Tagesgeschäft tatsächlich ist, weil er auch viele organisatorische Aufgaben hat. Kannst du kurz begründen, warum dieser Schritt auch jetzt direkt erfolgt ist und wie die Nachfolge vielleicht auch geregelt werden soll? Also Nachfolge kann ich was sagen, weil das hat Tommy für uns nochmal mitgeteilt. Das ist schon Maxi Fürst und der hat das mit Tommy Westphal zusammen gemacht. Maxi Fürst ist aber auch wie Benny, wie Tom, einer, der hier schon 6 Jahre dabei ist, der sich sozusagen entwickelt hat, dem man diesen Job zutraut und der brennt. Und genau das meinen wir so ein bisschen mit. Wir haben unsere Eigengewächse, wir haben unsere Identität und wir sehen sozusagen in der Loyalität und in der Aufopferung für den Verein eine riesengroße Möglichkeit, da mehr Glaubwürdigkeit und mehr Expertise reinzubekommen. Von daher freut sich Maxi da auf die Aufgabe. Simon Wenzel für den RBB. Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Herrich. Es wurde ja eben gesagt, der Vertrag mit Freddy Bobic wurde dann, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt aufgelöst. Das heißt, in irgendeiner Form wird er möglicherweise eine Abfindung bekommen haben. Andere Mitarbeiter sollen ihm jetzt folgen. Können Sie schon abschätzen, wie viel Hertha das so grob kosten wird? Nee, das kann ich nicht. Zu Freddy Bobic bin ich der falsche Ansprechpartner. Das ist Sache des Präsidiums. Aber im Moment sind ja die Personalien bekannt jetzt mit Freddy Bobic, Sebastian Zelikowski und Thomas Westphal. Aber über Höhen und Summen werde ich hier auch nichts sagen und sagen können. Dann gehen wir nochmal, ja gut, dann gehen wir nach hinten, genau, zu Steffen Rohr, zum Kicker. Und dann kommen wir nochmal zu dir, Lisa. Frage an Kai, der Trainer bleibt. Wie groß ist die Überzeugung nach wie vor in Ihnen, trotz des Fehlstarts? Und worauf begründet sich diese Überzeugung, wenn man die letzten Wochen und die Mannschaft auch guckt? Also die Überzeugung, habe ich eingangs gesagt, dass sie von den Gremien, sowohl Präsidium wie auch Aufsichtsrat, da ist. Sprich, Sandro steht wie eine Eins, Sandro hat unsere Rückendeckung. Die Überzeugung und die Glaubenskraft ist schon die Hinrunde und das spielerische Element, was wir gesehen haben in der Weiterentwicklung dessen. Und wir denken auch, dass wir auf der Position eine Kontinuität brauchen, weil auch da haben wir in den letzten Jahren durchaus den einen oder anderen Trainer haben kommen und gehen gesehen. Und da glauben wir mehr an die Kontinuität, an das Zusammenstehen und das gemeinsame Miteinander. Weiter geht's dann nochmal in der ersten Reihe bei Lisa de Reuter und Sky Sport News. Ja, ihr habt jetzt immer wieder betont, dass die neuen Kollegen brennen für die Hertha. Inwiefern war vielleicht dann aus eurer Sicht dieses Feuer, was für euch ja so wichtig ist, bei Freddy Bobic dann auch nicht mehr zu sehen?
Ich glaube, das liegt ein Stück weit an der Situation, unter welcher Voraussetzung ist Freddy hier nach Berlin gekommen und wie anstrengend waren die Quälereien in diesem Verein. Wie viel Energie hat das Freddy gezogen? Wie viel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und andere Themen hat das mit sich gebracht? Von daher, glaube ich, war das für uns insofern unerlässlich, dass wir sagen, wir brauchen das für den Verein. Gibt es noch weitere Fragen? Guckt mal in die Runde. Ja, Paul Gorgas nochmal, WZ. Kai, nochmal eine Frage an dich als Hertha-Fan, nicht nur als Hertha-Präsident. Wie siehst du die Situation? Kennst du das als Hertha-Fan? Tabellenkeller, langsam schmilzen die Punkte dahin. Wie viel Sorgen machst du dir wirklich um die sportliche Situation jetzt in den verbleibenden Spielen bis zum Ende des Sommers? Ich mache mir natürlich Sorgen, genauso wie alle anderen da draußen auch. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie gehen die Herthaner morgen auf die Arbeit und haben die nächste Derby-Niederlage zu verkraften. Und dennoch ist es doch aber unsere Überzeugung und unsere Hoffnung und unser Glaube an diesen Verein, dass wir das drehen können und dass wir diesen Verein in die richtige Richtung wieder manövrieren können. Und auch da gehören ja der Blick in die letzten Jahre dazu. Von daher, ich als Fan, und das ist ja durchaus nach wie vor immer noch so, ich habe sowohl den Blickwinkel eines Fans, ich habe den Blickwinkel aus der Verantwortlichkeit des Präsidenten, kommunikativ, aber auch mit meinen Kollegen im Präsidium, versuchen wir uns da reinzuknallen und das jeden Tag, um Hertha BSC besser zu machen. Und nur darum geht es. Es geht nicht um einzelne Personen, sondern es geht um den Verein. Guckt mal in die Runde. Gibt es noch Bedarf? Ist nicht mehr der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Bleibt gesund. Hau he. Schöne Woche. Hau he.